einen Schritt näher zum Denkmal für industrielle Geschichte. Die vor kurzem in Reichenbach beim Abriss der ehemaligen Konsumverwaltung gefundene Dampfmaschine ist am Freitag umgezogen. Mittels zweier Schwerlasttransporter wurde das 11 Tonnen schwere und 4,70 Meter hohe Transmissionsrad, sein kleiner Bruder, diverse Wellen- und Spannvorrichtungen sowie die Kolbendampfmaschine in die Mühlauer Armaturenfabrik gebracht. Dort soll die um 1900 gebaute und bis 1945 in Betrieb gewesene Antriebstechnik der Kammgarnspinnerei und Zwirnerei Moritz Feustel wieder restauriert und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, so der neue Besitzer der alten Technik, Lutz Quellmals. Wenn alles klappt, sind die geborgenen Teile der Maschine Ende des Jahres wieder zu besichtigen.